Wir befinden uns hier auf der Feuerwehr Rathenow. Heute ist für die Stadt und natürlich auch für die Feuerwehr ein großer Tag. Unser neues Hubrettungsmittel, ein Einsatzmittel, ist heute zu uns gestoßen. Die Stadt Rathenow hat dieses aus Eigenmitteln finanziert. 751.800 und ein paar Zerdrehte. Das ist ein Höhenrettungsmittel der 30-Meter-Klasse. Eins der modernsten, die es zurzeit auf dem Markt gibt. Wir hoffen, dass uns dieses Fahrzeug die nächsten 20 Jahre gut erhalten bleibt, dass es uns gute Dienste tut und dass es natürlich dazu beiträgt, dass sich die Bürgerinnen der Stadt Rathenow noch sicherer fühlen können.